Ach, warte, ich hab was. Nimm doch mal den Würfel mit. Lass den noch mal dagegen fliegen. Ja, ich wollte gerade sagen, das muss irgendwo da hinten im Level muss die Lösung sein. Ups, Entschuldigung. Du musst ja Schade. immer wachsam sein. Ich habe gedacht, er rechnet jetzt nicht damit. Uff. Ja, Was das angeht, wurde ich von Mad-Eye Moody erzogen. Immer wachsam. Der fliegt aber nicht. das, das, naja, das Problem ist, ich kann den ja schlecht hier draufsetzen und meinst du, dann schaffe ich das rechtzeitig? Egal, Naja, probier es aus. wir sind noch nicht näher dran, also ich würde es auch einfach probieren. Das war beeindruckend Das unhilfreich. hat so ziemlich gar nichts gebracht. Ist ja gar nicht dagegen geflogen, der Scheißwürfel. Ich glaube nicht. Nee, da. Doch, Doch, jetzt! jetzt! Okay, dann war Jetzt haben das wir es gerade natürlich, Zufall. total verkackt. Ja, pass auf, ich mach nochmal. Da, orientierungslos und durch. Ja. Perfekt. Cool. Nach dieser Vorstellung ist wohl eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken angebracht. Okay, wir haben uns nur halb blamiert. Wir haben es noch abwenden können. So gerade eben, die Kurve gekratzt. Ach ja, enge Kiste. Jo. Kannst du deine Finger schön bewegen? Ja, ne? Und du hast einen mehr als ich. Wieso hast du mehr Finger als ich? Das ist ja vollkommen unfair. Weil ich's kann, Junge, weil ich's kann. Gott hat mich gesegnet. Aber so drei Finger sind doch auch schön. Ja, kannst halt über Ne? das Peace fürs Peace-Zeichen reicht's gerade noch. Ja. Für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden. Alter. Wo sind wir? Dies ist ein Weiß ich Experiment, nicht. um Können wir herauszufinden, dann Würfel wie viel abfangen, Denkzeit zufällig? wir für die Da ist gerade einer Lösung runtergeflogen, benötigen also denke ich verschwendet. schon. Die richtige Ja, aber da ist ja Antwort Glas beträgt 0 drumrum. Die kriegen wir ja Sekunden. nicht. Ha. Vielleicht liegt die Antwort unter dieser Treppe. Naja, ich hoffe es. Hier oben liegt sie nämlich auf jeden Fall nicht. Alter, wie weit geht's denn hier runter? Schon ein Stückchen. Just a little bit. Allerdings ist hier herzlich wenig. Aber sowas von ganz und gar nichts. Also die Antwort haben wir hier definitiv nicht gefunden. Was gibt's hier? Oh. Da geht's im Wesentlichen runter. Da geht, in erster Linie gibt es da den Tod. Da ist ein Schalter, sehe ich gerade. Wow, da geht's auch ziemlich runter. Ah, guck mal, hier kann man Portale setzen. Was uns das bringt, werden wir sehen. Wo kann man Portale sehen? Ach so, da. Hier ist ein Schalter, mein Lieber. Doch, das bringt was. Tatsächlich? Ja, wenn du dagegen fliegen würdest, dann würde Ja. sich vielleicht die Röhre öffnen und ich könnte einen Würfel ergattern. Ah, warte mal, wenn ich. Aber dafür musst du da. Welches liegt denn da gegenüber? Das hier? Ja, ne? Ja, dafür müsstest du da oben irgendwie reinfliegen. Nee, nee, pass auf. Wir können ja da unten Portale setzen und dann mache ich einfach den hier. Gute Idee. Zack. Und jetzt? Jetzt blinkt da was. Ah! Er fliegt nach oben! Er fliegt wieder nach unten. Ah, Ah, okay, pass auf. okay, ich hab's auch Du musst verstanden. das zweite Portal setzen und dann musst du da reinspringen und den Würfel fangen. Sag mal, sterbe ich dann nicht eines elendigen Todes? Quatsch. Man ist, nachher ist man immer schlauer, also was soll's. Eben. Alter. Okay, eins da runter und Da dann ich geht zuerst und aber dann du runter. hinterher. Ja, okay, machen Wenn wir. ich drin bin, musst du durch, circa, würde ich sagen, oder? Ja, versuchen wir es einfach. Alles klar. Geronimo! Nee, das war zu früh. Aber du bist ja drüben gelandet. Ja, jetzt kommt er nämlich erst, guck mal. Aber du bist schon mal einen Schritt weiter. Naja, eigentlich, ich glaube, das ist nur, damit du mit dem Würfel eben hier landest und ihn dann durch ein Portal zurückbringst. Ach so. Also es ist wieder eine Timing-Sache, meinst du? Ja, ich meine schon. Oh nee, ich habe das falsche Portal gesetzt. Ach scheiße, jetzt muss ich so viel laufen. Obwohl, nee, ich kann ja durch deins abkürzen. Ha! Ist das ein schönes Spiel. Ich gucke mir hier gerade mal ein bisschen die Gegend an. Da ist auch noch so ein Teil, wo so ein, drück mal Tab, da ist auch noch so ein Teil, wo so ein Laser rein muss. Das da. Ja. Ich denke mal, das ist auch. Ist das so ein Reflektorwürfel, den wir da kriegen? Ja, genau. Weil dann wäre die Sache ja klar. Ich denke, wir müssen nachher bestimmt durch diesen Ventilator fliegen. Das wäre auf jeden Fall leveltechnisch ziemlich geil.
Auch wenn ich hier das wäre interessant. Auch wenn ich hier kein Sprungbrett sehe. Das wäre ein Spiel geil. Mit dem Feuer. Egal, lass uns nochmal versuchen. Du, okay. Das war gerade zu früh, ne? Ja. Yep. Okay, pass auf. Ich gehe mal dann, wenn du echt gegen das Ding gegengeknallt bist, dann versuche ich mal zu starten. Okay. Jetzt. Komm schon! Nein, ich habe ihn nicht gekriegt. Ach, guck mal. Warte mal, war das dein Countdown gerade? Den ja, das war meiner. Ich hab, aus Frust ich würde gerade noch mal gerne... Weil da ist auch so ein 3-Sekunden-Countdown. Hier, jetzt blinkt's. Dreimal grün. 1, 2, 3. Und dann kommt der Würfel. Hm. Meinst du, ich soll mit dem Countdown dann los? Naja, ich weiß nicht, wie lange du brauchst, bis du da bist, ne? Ich würde sagen, du wartest den Countdown ab und wenn der Countdown abgelaufen ist, musst du im Portal sein. Verstehst du? Ja. Ja, das würde mit der Distanz kaum einen Unterschied machen. Okay, wir versuchen es einfach nochmal. Countdown? Jetzt. Ja. Ja, perfekt. So, und jetzt, Jetzt darf ich den nur nicht wegschmeißen. Nee, ich setze mir gerade selbst einfach eins. Okay. Ach, so, ist das herrlich. Müssen wir den... Ach, kannst du den direkt da reinleiten, da hinten. Ich versuche es. Irgendwie steuert er sich ziemlich fummelig. Ja, du musst halt auch gehen. Naja, ich stehe nicht perfekt. Jetzt habe ich's. Ja. Ich hatte es. So, was macht es jetzt? Weiß ich nicht. Jetzt blinkt der Ventilator. Jetzt steht Moment, der Ventilator. Hier blinkt irgendwas rot. Ach, jetzt ist er stehen geblieben. Ich glaube, wir jetzt müssen tatsächlich da durch. Scheiße. Ja, guck mal, pass auf, der dreht sich aber wieder, sobald ich hier loslasse. Ja, warte, ich spring mal durch. Pass auf, jetzt. Hier, ich. Ich lasse. Zack. Geil. Kannst du mich irgendwie zu dir holen? Nee, ich glaube nicht. Tja, vielleicht muss einer von uns beiden wirklich... Ja, warte mal. Doch, ich kann ja von hier aus noch Portale setzen. Pass auf. Oh, oh. Nicht runterfallen. Ja, aber nee, es ist Schwachsinn. Ich kann ja hier keine setzen. Nein! Ey! Du Arschloch! Entschuldigung, ich bin gerade leider gegen den Tisch gestoßen. Das war fies. Sieht aber cool aus. Ja, aber Moment, kannst du den nicht da stehen lassen? Dann funktioniert das nicht, oder was? Na, vielleicht der zu tief, siehst du? Hm, stimmt. Und wenn du irgendwie was mit Portalen machst... Ja, das könnte eine Lösung sein. Da ist noch keiner drauf gekommen bei Portal, irgendwas mit Portalen zu machen. Ich wüsste aber gerade nicht wie. Oh oh. Aha. Jetzt bin ich gerade hier runtergefallen. Tolle Wurst, ey. Da geht's auch nicht durch. Ich suche gerade eine Stelle in der Wand, wo ich eventuell einfach, wo ich die Wand quasi für nichtig erklären kann. Ich glaube, ich muss Suizid begehen. Ja, du bist in einer ziemlich aussichtslosen Situation. Nein! Ja, okay. Alles klar. Hm. Okay, wir haben wieder das Problem, dass zumindest einer rüberkommt. Und der andere guckt nicht. Dann noch in die Wäsche. Der guckt noch ins Portal. Verdammt, ja. Ey. Hier bietet sich keine Lösungsstrategie an. Vielleicht, nee, da kann ich eins setzen. Aber wir haben auch keine Möglichkeit, ein Portal auf dieser Höhe zu pflanzen. Nee. Wie bist du überhaupt darüber geflogen? Mit dem hier? Ja, mit dem, da wo jetzt ein rotes ist. Genau, alles klar. Und wenn man es einfach mal so probiert, auf gut Glück? Ja, habe ich auch schon gedacht. Wollte ich sowieso machen. Einfach mal Geronimo-mäßig. Nein. Keine nee. Chance. Aber so gar keine Chance. Es war so knapp. Boah, wie tief man hier fällt. Ist ja grauenvoll. Hm. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Es sieht wieder so einfach aus und es ist so schwer. So ein schönes Spiel. Ja.
Ah, boah, ich stehe echt auf dem Schlauch, also. Also hier hinten in dem Areal, da ist eigentlich tote Hose. Da haben wir ja nur den Würfel hergekriegt. Das muss ja irgendwas hier sein. Ja. Yep. Aber was? Und hier an der Wand haben wir auch noch die Möglichkeit, Portale zu setzen. Zumindest aber zu eben einer auf, Seite. Auf der Rückseite nicht. Das habe ich auch schon eben. Das muss ja auch noch irgendwas geguckt zu bedeuten haben. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Oder doch? Ich könnte mir so vorstellen, dass man irgendwie es auf die andere Seite schaffen kann, ein Portal zu setzen. Ja, sonst geh noch mal rüber und guck mal, ob du da irgendwie was machen kannst. Ich versuch's mal. Nein! Voll dagegen geknallt. Warst du schon in der Authorized Personal Only Zone? Nee, aber wenn du da durchgehst, sind deine Portale ja weg. Das stimmt, aber auf der anderen Seite wüsste ich jetzt gerade nicht, was man da noch anderes machen kann. Ich geh mal rein, ja? Ja, sonst geh mal durch. Jetzt kann ich mit Tab bei dir gucken. So. Sicherungskasten. Da war so ein Hebel, da ist so ein Hebel. Nein, der scheint nicht zu wollen. Hier sind zwei Hebel, aber ich brauche dich also. Ja, gleichzeitig setzen. Ich kann dich nicht zurücklassen. Das freut mich aber. But you can't take... Hier kann ich ein Portal setzen. Ja, aber deine Portale sind ja weg, sobald du da durchgehst. Ich weiß, aber ich wollte nur sagen. Ach, guck mal, du bist in dem Raum da drin. Ja, richtig. Ich habe mir schon gedacht, dass man nämlich da irgendwie reinkommen könnte. Und hier links unten, unterhalb des Raumes, ist nämlich ein, ist ja noch so eine Treppe oder sowas. Ich hab gedacht, vielleicht kann man da rein. Aber das hilft auch nicht weiter. Leider nicht. Hier ist noch ein Laser, ne? Ja. Fan-Shutdown. Warte mal, kann ich den von hier treffen? Nee, oder? Das ist Quatsch. Ja, das müsstest du ein Portal hier drinne haben. Oder ich müsste dir eins draußen hinsetzen. Nee, der Laser hier ist auch zu tief. Aber ich könnte vielleicht... Ah, hier, pass mal auf. Vielleicht kann ich den so hier irgendwie treffen. Oh, wäre das schön. Aber siehst du meinen Laser zufällig? Ja, er kommt durchs Fenster, aber er kommt eben... Ich kann ihn hier drinnen nirgendwo hinlenken. Oder vielleicht doch, ich glaube, ich kann sogar. Warte, wir können den treffen. Das war so. Na, ich bin zu weit, fast. Ja, warte, lass mal. Ich guck mal bei Tab, dass ich den erwische. Was ist jetzt passiert? Der Ventilator ist aus. Geil. Ja? Oh, ja. Wir haben es geschafft. Okay. Komm rüber, mein Freund. Wuhu! Toll. Ich bin einfach genau gegen einen so einen Rotator-Dingsbumsblatt da geflogen. Ich eben auch. Sieht halt bescheuert aus, aber naja. So, bist du bereit? Ja. Perfekt. Boah, das hat ja ohne Countdown funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Ehrlich nicht. Cool. Man übertrifft sich immer wieder selbst. Ja. Oh nein, wir müssen schon wieder so eine dämliche CD finden. Na toll. Gar keine Lust. Wieder mal so ein... Das war ja diese Schallplatten. Ja, ich hab sie. Was, echt? Ja, du musst gucken jetzt. Das war ja einfach. Sehr gut, ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen... Das sieht bei dir ja ganz anders aus, als bei mir. Fertig. Ja. Ich habe nicht so... Warum bin ich jetzt tot? Die haben uns gekillt. Oder er. Arschloch. Schweinehund. Was fällt dem ein? Dem sollte man mal wieder die Schaltkreise polieren. Ja. Seinen Binärcode vorlesen. Errungenschaft freigeschaltet. Vertrauensbildung. Ich weiß nicht. Hey, danke. Da hast du den Kopf verloren. Und ich hab dich gehauen. Ja. Kopfnuss quasi. Cool. Guck mal, jetzt sind wir im Kapitel 3. Ja. Und du hast fast 1000 Schritte mehr als ich. Deswegen bist du auch so schlank und ich so fett. Wahrscheinlich. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch?
Ja, das ist eine gute Frage. Kann man da oben Portal? Ja, da kann man eins. Okay.